Ich darf Sie begrüßen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Bayern 04 Leverkusen gegen Hertha BSC. Der Endstand lautet 2:1. Ich begrüße die beiden Cheftrainer und zu meiner Rechten Felix Magath, den ich herzlich willkommen heiße, wieder in der Bundesliga, und Gerardo Seoane. Und ich darf natürlich Sie, Herr Magath, zunächst um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, gut, letztendlich haben wir hier in der ersten Halbzeit zu wenig Kampf ins Spiel gebracht. Wir waren zu passiv, haben dann versucht, mit Bayer mitzuspielen, was schief gehen musste, denn Bayer ist selbstverständlich die bessere Fußballmannschaft und haben auch besser gespielt, haben auch in der ersten Halbzeit dann das Spiel kontrolliert und bestimmt. In der zweiten Halbzeit, als wir dann mehr Kampf reingebracht haben, denke ich, haben wir besser ausgesehen, hat auch Bayer weniger Möglichkeiten gehabt und wir haben mehr Gegenspiel bekommen. Und schade war natürlich, dass wir noch ein, zwei Chancen hatten, die wir leider nicht nutzen konnten, sodass wir dann mit dem 1:2 nach Hause gehen müssen. Ja, vielen Dank. Dann darf ich dich, Gerardo, um deinen Kommentar bitten. Ja, Kompliment der Mannschaft für die Gesamtleistung. Es war nicht einfach. Einige Spieler erst am Donnerstagabend zurück, ein oder andere von einer Verletzung. Wenig Zeit gehabt, das hat man ein bisschen gespürt. Trotzdem hatten wir viele Spielanteile, einige gute Situationen auch kreiert. Ich glaube, es hat ein bisschen Entschlossenheit im Abschluss gefehlt, vor allem in den letzten 30 Minuten mit den 3-4 Kopfballsituationen. Trotzdem Kompliment der Mannschaft, wie sie zusammensteht, wie sie diese Widerstände auch versucht zu bekämpfen. Und wir sind glücklich, dass diese drei Punkte hier bleiben. Das ist ein wichtiger Sieg, gibt uns Vertrauen für das nächste Spiel. Vielen Dank auch dir, Gerardo. Dann darf ich Sie um Ihre Fragen bitten. Frank Nägele vom Kölner Stadtanzeiger, bitte sehr. Eine Frage an Gerardo Seoane. Sie hatten heute positionsmäßig natürlich wegen den Verletzungen auch wieder ein paar Umstellungen gehabt gegenüber der Normalelf. Cosunu spielte Rechtsverteidiger, Paulinho spielte erst die 10, dann hat die 7, dann kam Asmundi. Waren Sie denn insgesamt so zufrieden damit, wie die Mannschaft quasi auf, da zusammengehalten hat, auch auf ungewohnten Positionen? Ja, wir wissen, dass Odilon kein richtiger rechter Verteidiger ist, aber er kann diese Position anders interpretieren, defensiv sehr stark. Ich glaube, Paulinho war sehr mobil, hat gute Zwischenräume auch bespielt, aber dann auch in die Tiefe. Wir haben versucht, Lösungen während dem Spiel auch zu suchen, weil die Räume wirklich sehr eng waren und Hertha sehr kompakt agiert hat. Und ja, es fehlen noch 6 Spiele. Wir müssen nach Lösungen suchen, es werden Sperre dazukommen, hoffen wir keine Verletzten mehr, aber wir haben nicht mehr auf jeder Position immer die 1A-Lösung, aber das gehört dazu und die Mannschaft versucht das auch so umzusetzen. Ich finde auch, dass Paulinho nach den 2 Toren in Wolfsburg die 2 Wochen jetzt sehr gut trainiert hat und diese Chance auch verdient hat und das heute mehrheitlich auch gut gemacht hat, vielleicht noch bisschen mehr Entschlossenheit und Zielstrebigkeit im Abschluss. Dorian Audasch. Lucas Alario war ja zuletzt nicht immer erste Wahl. Heute stand er in der Startelf und hat ein ziemlich sehenswertes Tor gemacht. Wie haben Sie die Szene gesehen und war das vielleicht auch so ein eindeutiger Beleg für seine Stärken? Das ist ja so sein Ding im Strafraum. Ja, auch Lukas hat die letzten 2 Wochen viel investiert, ist ein Strafraumstürmer, der so Situationen gut löst, hat noch mehrere von denen gehabt, wo er abgedrängt wird oder der Torhüter auch einmal fantastisch hält. Schnelle Drehung, satter Schuss, also unglaublich tolles Tor und zeigt seine Qualität. Wir hatten das Gefühl, dass vor allem er das ideale Spiel auch für ihn sein kann, wenn wir viel Ballbesitz haben, dass wir immer einen Spieler auch im 16er haben, in der Box, der alleine mit einer Drehung was kreieren kann. Braucht natürlich auch viel mehr Flanken. Es hat ein bisschen noch gefehlt, dass wir mehr die Grundlinie auch erreichen, damit wir ihn besser einsetzen. Herr Kollege hier vorne.
Herr Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Herr Magath, können Sie schon was sagen zur Art der Verletzungen von Niklas Stark und Alexander Schwolo? Gut, bei Schwolo ist das eine Muskelverletzung, müssen wir noch genauer abwarten, morgen dann die Untersuchung, aber es ist anzunehmen, dass er 14 Tage so ausfällt. Bei Niklas Stark ist es eine Bänderzerrung, vielleicht ein Riss, das wird auch noch untersucht, wenn wir zurück sind, aber da haben wir die Hoffnung, dass der nächste Woche wieder dabei sein kann. Herr Kollege, bitte. Paul Gorgas von Bild BZ. Herr Magath, Sie waren sehr angetan nach dem Trainingslager, sehr zuversichtlich nach der Leistung letzte Woche. Heute waren Sie überrascht, dass der Kampf gefehlt hat? Also waren Sie diesmal negativ überrascht von Ihrer Mannschaft? Und war sie vielleicht heute zu unsicher, zu ängstlich? Was ist da ein Erklärungsansatz? Ja, gut, wir, wie gesagt, uns war ja klar, dass wir gegen eine bessere Mannschaft spielen und gegen bessere Mannschaften, ne, kann man nie versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Dafür fehlt uns viel zu sehr Sicherheit und alles. Deswegen kann man eben Mannschaften beikommen, wenn man eben mehr Einsatz bringt und den Gegner nicht spielen lässt, und das haben wir in der ersten Halbzeit versäumt. Da war die Überlegenheit zu deutlich und Bayer ist auch zu einigen Chancen gekommen. Und wie gesagt, das war halt dann auch zu wenig, hat man auch dann am Torverhältnis gesehen. Wir in der zweiten Halbzeit haben wir das dann besser gemacht. Insofern, ja, ich hatte geglaubt nach dem Auftritt gegen Hoffenheim, dass uns allen klar ist, dass wir über den Kampf kommen müssen. Und insofern hätte ich eigentlich erwartet, dass wir von Beginn an mehr dagegen halten. Gibt es weitere Fragen? Frank Nägele. Ich habe noch eine zu den Positionen der Außenangreifer, die ja wo jetzt zunächst Diaby links anfing und dann Bellarabi rechts, haben die getauscht und da fielen ja auch diese beiden Tore. War das so aus dem Spiel heraus, von Ihnen so angeordnet, und wenn ja, warum? So etwa nach einer halben Stunde, glaube ich. Wir haben versucht, den Spielaufbau ein bisschen anzupassen, dass wir dann vermehrt auch mit drei aufbauen, Odilon ein bisschen, Kusunu ein bisschen eingerückt, um eventuell eine 1-gegen-1-Situation zu kreieren, damit der Außenstürmer von Hertha vielleicht auf Odilon springt. Das ist 2-3 Mal gelungen. Paulinho mehr auf dieser Seite, auch im Zwischenraum. Und dafür auf der anderen Seite mit Spacker ein bisschen hochgeschoben, der ein bisschen mehr Offensivqualität hat als Odilon. Das war so ein bisschen Idee. Hat 15 Minuten gut gepasst, hatten die gleiche Idee zweite Halbzeit, wurde aber dann weniger gut umgesetzt. Herr Kollege vom Tagesspiegel noch. Magath, Sie haben schon zur Pause ausgewechselt, Linus Gechter als Linksverteidiger gebracht, dafür Maximilian Mittelstädt ins Mittelfeld vorgezogen und zwar Zerda ausgewechselt. Können Sie kurz erklären, welche Idee genau dahinter stand, hinter diesem Wechsel? Ja, stand die Idee, dass wir eben auf der linken Seite hinten defensiv nicht gut genug standen und da keinen guten Zugriff hatten. Insofern wollte ich die Abwehrseite eben stärken, dadurch, dass Plattenhardt ausgefallen ist, ja, blieb dann nur noch Linus Gechter, und der hat seine Sache auch gut gemacht in der zweiten Hälfte. Da war dann über diese Seite nicht mehr viel gekommen gegen uns, und insofern habe ich eben gehofft, mit der etwas nach vorne rücken von Mittelstädt, dass wir da auch über die linke Seite mehr Gegenspiel bekommen. Philipp Ahrens, bitteschön. Wir haben ja gestern, Herr Sewane, kurz über den Patrick Schick hier gesprochen. Jetzt war er heute eine halbe Stunde auf dem Platz. Wie fanden Sie seine Leistung? Und das andere nochmal zu Lucas Alario. Fühlen Sie sich jetzt auch da bestärkt in dieser Haltung, dass man ihn im Winter eben nicht abgegeben hat? Es waren okay, die 30 Minuten von Patrick. Aktiv, ein paar Akzente gesetzt. Hatte das Gefühl, dass das Vertrauen noch nicht zu 100% da war. Hat 2-3 Situationen ein bisschen
versucht schneller abzuspielen, aber ist normal nach 5 Wochen. Aber wir sind froh, dass er da ist, dass wir diesen tollen Spieler zur Verfügung haben. Aber wir wissen natürlich, haben wir immer gewusst, dass wir mit Lucas Alario einen Boxstürmer haben, der den Riecher hat für das Tor. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Konstellation ist für uns, dass wir beide haben. Mit Asmun haben wir einen Spieler, der sowohl vorne wie auch zurückhängend spielen kann. Demher eine gute Konstellation, vor allem jetzt natürlich mit der Verletzung von Florian. Frank Nägele. Noch mal ganz kurz am Ende, so in der Nachspielzeit, dann haben sie ja auch ein bisschen Reaktion gezeigt, als die großen Chancen dann zum 3-1 nicht gemacht wurden. Und dann bangt man natürlich nach so einem Spiel, vor allem wenn man die anderen Ergebnisse kennt. Es ist jetzt gut gegangen oder war das jetzt nicht, ich würde sagen, eigentlich kann man sagen, dass es so heute Big Points waren, sind aber noch 6 Spiele und 5 Punkte auf Platz 5. Kann man das so sagen oder nicht? Ja, ich muss sagen, die letzte Viertelstunde war ich ein bisschen angespannt, weil ich das Gefühl hatte, dass unsere 4 vorderen Spieler viel Raum vorgefunden haben, viele Möglichkeiten und nicht konkret waren. Und dann im Umschaltspiel der ein oder andere die Kraft nicht mehr hatte oder nicht mehr so nach hinten gearbeitet hat, wie man sich das vorstellt. Und am Schluss kann immer was passieren. Ein stehender Ball, eine Individualaktion, der Gegner wechselt andere Spieler ein, es werden lange Bälle gespielt, darum ist man immer angespannt. Darum auch die Freude nach dem Spiel. Die Resultate haben zu dem Zeitpunkt für mich keinen Einfluss, haben auch jetzt wenig Einfluss, weil wir wissen, es sind noch 6 Spiele da, 18 Punkte, alles ist möglich. Wir sind gut beraten, einfach die Leistung zu analysieren und den Fokus auf das nächste Spiel zu setzen. Und erfreue mich nicht ab den anderen Resultaten, sondern vielmehr ab unserem. Bitte schön. Herr Magath, der heute fehlende Kampfgeist in Phasen wird am kommenden Wochenende doppelt wichtig. Da ist das Berliner Derby. Müssen Sie die Mannschaft jetzt nochmal anders anpacken oder vielleicht so ein bisschen runterbringen und jetzt die Woche versuchen, in Ruhe zu arbeiten? Nein, es war, wenn ich das so rübergebracht habe, falsch ausgedrückt. Es war nicht fehlender Kampfgeist. Die Mannschaft wollte. Wir sind, glaube ich, 11 Kilometer mehr gelaufen als Bayer Leverkusen. Insofern ist klar, dass wir wollten, aber wir haben den verkehrten Ansatz gewählt. Anstatt mitzuspielen, hätten wir eben mehr Einsatz bringen müssen und denke mal, dass wir das jetzt verstanden haben und ab der nächsten Partie wieder anders machen. So, gut, dass das nochmal geklärt worden ist. Das war die letzte Frage. Ich bedanke mich für die Teilnahme an dieser PK. Herr Magath, Ihnen weiterhin viel Erfolg, den Berlinern. Kommen Sie alle gut nach Hause. Bleiben Sie gesund. Danke und tschüss.